Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Edition in der etwas seltsamen Position, dass ich im letzten Part zum einen das Intro nicht zeigen durfte, weil Nintendo mir es weltweit gesperrt hat, als auch, dass ich gerade an einer ganz anderen Stelle bin, wo ich eigentlich hätte sein sollen. Ich habe nämlich eigentlich schon einen Part aufgenommen, den zweiten Part, allerdings in einer sehr komischen Audio-Videodatei, die einfach mir gar nichts hätte gebracht. Also deswegen seht ihr jetzt nochmal das Ganze neu. Ich habe nochmal neu gespielt, deswegen könnte es sein, dass es vielleicht ein anderes Wesen hat, wo wir übrigens noch nicht drauf geachtet haben. Unsere Akanusau. Ja, ist egal. Ist egal. Wir wollen jetzt weiterspielen. Und ja. Ja. Das seid ihr ja. Und das hatte Professor Esche gesagt. Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen. Das ist ja großartig. Nun ja, also ehrlich gesagt habe ich das schon immer gewusst. Vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karten mit. Da haben wir auch schon die Karte gekriegt. Yay! Es geht ja richtig los in unserer Reise hier. Hier, bitteschön, Sharon. Ich werde sorgfältig damit umgehen. Hier auch für dich, Belle. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das Zimmer von TK werde ich schon aufräumen. Macht euch da bitte keine Gedanken. Okay, TK? Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie wir diese kleinen Kerlchen in solchen Chaos veranstalten können. Man sieht ihn, das sieht man ihn wirklich nicht an. Wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren euren Pokémon Bescheid sagen, dass ihr jetzt abhaut. Wir müssen Grüße von euch ausrichten. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Brainer-Region entdecken und so zu reifen Persönlichkeiten ranwachsen. Also dann, gute Reise! Ein Blick auf die Karte verrät dir nur, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann geben wir uns mal auf Route 1, denn Professor Esche erwartet uns bereits. Augenblick, ich kam mit Lust, TK, wir sollten uns sputen. Okay, die will anscheinend nicht nochmal nach Hause, wie mir scheint. Also haben wir ja so im letzten Part so ein bisschen mitgekriegt, dass sie wohl ein bisschen Stress hat. Ich will euch mal ihm ganz kurz die Karte zeigen, weil die Karte ist echt ein bisschen groß. Also hier, ihr seht jetzt halt nicht ganz so viel wie ich jetzt zum Beispiel. Wir haben hier halt die etwas größere Karte auf dem kleinen Bildschirm. Und ja, wie ihr seht, wir haben echt viel vor. Ich weiß nicht, wie lange das Projekt wird. Es ist nicht ganz so umfassend wie der zweite Teil in Pokémon. Ich sehe die mal eben. In Pokémon Schwarz und Weiß 2 ist das Ganze hier noch ein bisschen ausgebreiteter. Aber es wird irgendwann in den folgenden Jahren irgendwann natürlich auch mal Let's Play, aber Moment, erstmal der hier. TK, hier entlang. Belle möchte, dass wir drei den ersten Schritt unserer Reise gemeinsam tun. Also TK, lass uns alle drei zugleich Route 1 betreten. Also, los geht's. 1, 2 und los. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ja, so geht's mir auch. Aber lass uns gehen, Professor Asche wartet. Tut mir leid, dass Sie so lange auf uns warten mussten, Professor Asche. So, jetzt werde ich euch einmal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in euer Pokédex eingetragen. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit einem Ball zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex einige zusätzliche Informationen und Details immer erweitert. So, nun werde ich euch zeigen, wie man Pokémon fängt. Ja, das ist halt. Die wird halt. Diese Tutorials haben sie ja bis heute nicht abgeschafft. Die gibt es ja irgendwie immer noch. Niemand weiß, warum sie existieren, aber sie existieren halt noch. Was ich gerade mal machen könnte. Ich glaube, dass es das Spiel nicht irgendwie zum Abschluss bringt. So perfekto. So sollte es sein. Also, das wird jetzt kurz erklärt. Wie das denn funktioniert, ist halt jetzt nicht unbedingt wichtig, aber naja, egal. Es muss ja halt gemacht werden und man kann es halt irgendwie nicht am Schluss skippen. Aber die ganz neuen Spieler müssen ja auch irgendwie erklärt werden. Und, ja. Deswegen wird es das wohl immer und ewig in der Pokémon-Welt geben, diese Tutorials. Ich meine, man gewöhnt sich ja irgendwann daran, aber es ist manchmal doch schon ein bisschen ätzend. Ich spiele ja auch gerade Gold. Erkläre ich euch gleich, wenn die Story hier durch ist. Habt ihr genau so gesehen? Ich erkläre es euch noch einmal, Schritt für Schritt. Zunächst muss das Pokémon geschwächt werden. Denn muntere und kräftiger Pokémon sind schwer zu fangen. Nach Möglichkeit sollten eure Pokémon den Gegner mittels einer Statusveränderung in die Paralyse oder Schlaf schwächen. Das war's. Zum Schluss schenke ich euch noch diese Pokébälle. Dankeschön.
Mit diesen Pokémon könnt ihr Pokémon einfangen und dann die so einfangen. Die gefangenen Pokémon mit euch rumtragen. So. So, das wäre dann alles. Ich mache mich dann mal auf den Weg und erwarte euch in Gavina. Tschüss, Professor Esche. Wilde Pokémon taucht übrigens nur im Hohengras auf. Also dann werde ich mich auch mal nach Gavina aufmachen. Ja, ich ebenfalls. Schon, um neue Pokébälle zu kaufen, sollten wir in die nächste Stadt gehen. Einen Moment mal. Objection! TK und Sharon, hört mal kurz her. Ich habe da nämlich eine tolle Idee. Jetzt hast du uns hier keine Wurzel schlagen. Professor Esche wartet sicher schon auf uns. Mensch, das Kind, wollt ihr mir denn gar nichts hören? Irgendwie nicht. Wir können auch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fängt, oder? Das ist kein Wetten. Es gewinnt denn dann von uns dreien, wer anschließend der Pokémon, die wir von Professor Esche erhalten haben, letztlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Das ist ja eine tolle Idee. So wird es sich auch richtig spannend. Und wenn wir dabei Pokémon Trail helfen, wir umdrehen auch Professor Esche. Ach ja, wer sein Pokémon heilen möchte, bevor wir nach Gavina kommen, braucht nichts weiter zu tun, als bei sich daheim zu schauen. Mit sehr viel Feu. An meiner Seite bin ich einfach nicht zu schlagen. Diese beiden Vollidioten. Ach, die sind schon irgendwie toll, aber irgendwie sind sie auch, weiß ich nicht. Manchmal fehlen mir die Worte für die Leute. Und wie das Coole ist eigentlich einfach, dass hier einfach mal diese ganzen Blätter durch die Gegend fliegen. Das ist cool. Also ich finde es schon, hat schon was. Alle Nagelords. Dich will ich aber irgendwie nicht haben. Da ist mein Interesse einfach zu gering. Was an dieser Gen halt noch eine Sache ist, es gibt ja äußerst wenige Pokémon, also alte Pokémon. Ich glaube, du schenkst mir doch was, oder? Ja, da ist der Trank. Es gibt ja auf der ersten Route oftmals eine, die einen halt diesen Trank in die Tasche stopft. Aber irgendwie möchte ich den Text nicht unbedingt vorlesen. Es gibt halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im zweiten Teil war oder nur halt im ersten, dass man da ganz viele Items kriegt. Hallo, Jorkelaf. Wie geht's denn so? Ach, der kleine Yorkshire Terrier ist schon im Wonneproppen. Aber mein Interesse bei dir ist echt gering. Also TK, wollen wir vergleichen? Ja, hier bitte. Ist mir ziemlich egal. Wie bitte? Er ist ein einziges Floink? Wenn du nicht noch mehr Pokémon fängst, fühlt sich Floink vielleicht einsam. Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Gavina, denn Professor Esche wartet bestimmt schon. Und da habe ich schon einen kleinen Anruf. Wer mag es wohl sein? Tagchen auch, wie geht's? Wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit euren Pokern inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor. Vor allem unsere Gesichter sind voll verdeckt für die Textboxen. Oh. Ich bin hier gerade vor dem Pokécenter von Gavina. Kommt schnell, damit ich euch hier herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir jetzt mal auf den Weg zum Pokémon Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon mal vorgehen und mich nicht von Textboxen verdecken lassen. Hehe. Das ist ziemlich interessant, dass in dieser Generation halt das mit den Textboxen angeführt wurden, dass die quasi diesen kleinen Haken haben, der immer dahin führt, wo er halt gerade spricht. Ist schon, das sind so halt nette Details, die diese Gen halt reingebracht hat. Hallo TK. Mit Pokémon unterwegs zu sein, ist die Freude eines jeden Trainers. Folge mir bitte, ich zeige dir nun die wichtigsten Einrichtungen für Trainer. Eigentlich nur das Pokémon Center, weil in dieser Gen seht ihr, wir haben ja den Pokémon-Markt. Ja, das Pokémon Center, hier fühlt man sich gleich wohl, oder? Ich führe dich jetzt etwas rum. Hey, ich komme mit! Das ist das Herzstück eines jeden Pokémon Centers. Hier werden eure Pokémon im Nu wieder aufgepäppelt. Und nun haltet euch fest, das alles kostet euch rein gar nichts. Denn das Pokémon Center ist der beste Verbündete eines Pokémon Trainers. Probier es am besten gleich mal aus, TK. Nur Mut! Ja, ich muss es tun. Wie heilen deine Pokémon, waren sie fit? Nein. Hm. Ah, ich muss es, okay. Aber TK, wo willst du denn hin? Sprich doch die nette Dame an und gib dir. Ich will aber nicht! Okay, dann machen wir das mal eben. Okay, bla bla bla. Diesen Text sage ich irgendwie in jedem Spiel. Hoffentlich kommst du bald wieder.
Okay, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Dann erkläre ich dir auch das nächste PC-Pokécenter. Das ist der PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen oder zuvor abgelegte Pokémon wieder in euer Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon mit euch führt, wird jedes neu gefangene Pokémon automatisch im PC abgelegt. Da seid ihr buff, oder? Und wenn ihr einen PC auswählt, bewerte ich ihm nur eure Pokédex. Es ist ganz schön gefährlich, dass sie jedem ihren PC gibt. Professor Asche, auf dem Bildschirm steht jemandes PC. Welches PC ist damit gemeint? Das ist eine gute, sehr gute Frage, Bell. Es handelt sich dabei um den PC der Person, die das Pokémon-Lagerungssystem entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher auch irgendwann mal begegnen. Also dann, weiter geht's! Bam, 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 bam. Dam, dam, dam. Dies hier ist der Pokémon-Supermarkt. Ihr könnt hier nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Und dieser junge Blabla, tut mir leid, wenn ich gerade mal kurz überspringe, aber irgendwie habe ich keine Lust, das Ganze vorzulesen. Vivien, ach. Ja, es ist ziemlich egal, was gerade passiert. Wir haben halt gerade so ein grobes Tutorial, was, ja, ich glaube, ich gucke mir aber auch eben ein bisschen was. Zumindest ein paar... Du bist der Falsche. Verdammt. Zumindest was Tränke angeht, bräuchte ich vielleicht ein paar. Wir haben halt gleich direkt den ersten größeren Kampf. So einen kleineren Kampf. Also so spektakulär ist er jetzt nicht, aber er ist auch nicht unbedingt... zu erfahren sind davon auch nochmal im 6. Gut. Und ja, dann gehen wir mal raus, weil gleich wird es nämlich relativ wichtig für uns. Was geht denn da auf dem Marktplatz vor sich? Keine Ahnung, lass uns doch mal zu der Lupe nehmen. Dum, bam, 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 bam. TK, komm, schnell her! Hört mich an, mein Name lautet Jesus. G und S, wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte, frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Geben und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten, denn niemals hinterfragt, nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpert jede sogenannten Trainer, welche die Pokémon in würdiger Knechtschaft halten, sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht entschinden und quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erlebe er jetzt das Wort oder schweige. Erhebe er, wenn er jetzt das Wort nicht erlebe. Also sowas. Oh, ich weiß nicht. Drum hört, ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber den Pokémon ist, nicht wahr? Soll das heißen, wir sollen sie befreien? Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die hehre Pflicht, die Pokémon von ihrem schmalfauchen Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich an jeder köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Pup, pup, pup. Pup, 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 pup. Sie haben ein A gebildet. Oh nein! Sie hauen das mit dem A ab. Diese Rede eben. Was sollen wir denn jetzt am besten tun? Befreiende Pokémon? Was für ein Unsinn. Dum, 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 dum. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell. Da wird mir ja ganz schwindelig. Für mich spricht er plötzlich schnell. Er ist für mich tatsächlich eine sehr mysteriöse Person. Aber war das eben dein Ernst? Pokémon können doch reich sprechen. Was redest du für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie sehr gehört ihr zu denen, die ihre Stimme nicht hören können? Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sharon und das hier ist TK.
Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Shelp zu werden. Den Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommen stets die ganze Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit all dem einverstanden sind. Und du warst noch gleich... Ach ja, TK, stimmt's. Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Ja, der erste kleinere Kampf gegen N. Für Lilo! Du alte Kuh! Eigentlich müsste ich eventuell erstmal das Ganze senken von ihnen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Ich glaube, man verliert den sowieso fast schon den Kampf. Wah, lass mich hören, was deine Pokémon über dich zu sagen haben. Mehr, ach so. Ist okay, wenn du kratzen musst. Ich senke jetzt mal zwei, dreimal deine Verteidigung. Ich meine, ich habe ja noch Tränke. Also von daher, ich will diesen Kampf schon gewinnen. Es gibt schon EP, also von daher. Wäre eine Sache, die mir ganz gut gefällt, wenn du zumindest ein bisschen geschwächt bist. Ja gut, weg damit, Volltreffer, gut. Und Arcanosaurum ist jetzt Level 7, genau. Langsam könnte, glaube ich, die Glut auch mal kommen. Dankeschön, da ist auch schon die Glut. Level 8 sogar, wow. Na gut, es ist ein Level höher gewesen. Und, ja, wir leveln noch ein bisschen schnell am Anfang. Es gibt tatsächlich Pokémon, die solche Dinge über den Trainer sagen. Solange jedoch die Pokémon in winzigen Pokébällen eingefecht werden, ist ihr Dasein doch nur unvollständig. Sowohl um meine Freunde der Pokémon muss sich unsere Welt von Grund auf verändern. Tschüss. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib einfach nichts drauf. Trainer Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell den gegen die Arena von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arena herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit dem Pokémon aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Bye bye. Kumpel. So. Ich wollte eigentlich noch mal eben nachschauen, was denn unser Floink für ein Wesen ist. Pfiffig, okay. Hab keine Ahnung. Ich bin sowas von unerfahren, was halt diese ganzen Wesen und sowas angeht. Also tut mir echt immer leid, wenn ihr seht, okay, der ist gar nicht mal so klug, was das angeht. Aber ich bin auch jetzt nicht unbedingt der Fan, der unbedingt competitive spielen möchte. Also von daher, ich hoffe, dass das verzeihbar und verkraftbar ist. Vielen Dank, der Pokémon-Team ist wieder topfit. Kommen wir hoffentlich ums bald wieder. Ja, okay, Leute. Ich würde eigentlich fast sagen, ich weiß, ich bin nicht mit den 20 Minuten heute voll, obwohl wir können nochmal ein bisschen mit den Leuten hier sprechen. Vielleicht finden wir irgendwo nochmal jemanden, der mir irgendein Item gibt. Also du auf jeden Fall nicht. Okay. Bye. Ich glaube, wenn wir die Stadt verlassen, kriegen wir auf jeden Fall gleich die Turmbetreter. Was schon mal gut ist, aber es wird halt im nächsten Part passieren. Ja nun, der Pokémon, ihr seid euch wieder wirklich selig. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Ich bin kein... Habe ich eigentlich jetzt ein weibliches Floink? Nein, es ist auch wieder männlich, okay. Bam, 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 bam. Ah, ein Pokémon, ja, wichtig. Ich bin eigentlich, ich wäre gerne ein Pokémon-Trainer, der kleine junge Mann. Okay, du hast auch nichts zu sagen. Du auch nicht, okay. Und du? Gib mir gefälligst was. Ich möchte Zeug haben. Versteht ihr, was ist hier eigentlich im Fernsehen? Hallihallo, Wandern macht den Trainer froh. Welchen Pokémon werden wir wohl auf unserem heutigen Haus zu beginnen? Zeigt die Fähigkeiten. Okay. Wenigstens ist hier ein eigenes TV-Programm. Nicht so wie in Pokémon Sonne und Mond. Da ist es nämlich keins mehr. Manchmal ein bisschen schade. Ja. Ich glaube, so viel kann man gar nicht mehr machen. Hier oben ist halt noch ein Gebäude. Da hinten sieht man schon mal zwei Items. Okay.
Was für ein wunderschöner Klang. Spielt er damit eigentlich auf die Musik an, tatsächlich? Eigentlich kann er die doch gar nicht hören, oder? Was? Was für ein Lieblingsstück. Das ist die nach einer Musik, die er auf einer Route gespielt hat. Bisschen leise tatsächlich. Tut mir leid, ich hätte ja gerne was rausgehört, aber leider. Moment! Die Trommeln sind jetzt im Hintergrund. Hört ihr das? So ganz leicht. Und das Piano auch. Es ist eine Erweiterung für die Musik interessant. Ich glaube, ich beende das nochmal eben, dass ich mir mit einem einmal geredet habe. Natürlich will ich das nicht überall machen. Wir haben halt immer noch Star Wars City vor uns. Die Stadt, die viel zu groß war. Also, das wird echt interessant. Ein interessantes Projekt wird das. Könnt ihr mir nicht irgendwas schenken, damit es sich wenigstens ein bisschen gelohnt hat, mit allen zu reden? Also, hätte ich echt gern. Ach, halt die Klappe. Fand ich doch schon. Ja, gut. Verzeihung, wenn ich das nicht alles vorlese. Ich finde, aber ich brauche das nicht unbedingt. Aber es hat gar nichts gebracht, hier mit allen zu reden. Gibt's ja gar nichts. Hallo, hallo, Nagelotze. Oh. Ja, okay, ein Pokéball wenigstens. Wenigstens ein Pokéball. Dann bin ich schon mal mehr zufrieden als ihr. Na gut, eigentlich wäre ich noch mehr zufrieden, wenn ich zumindest noch mal irgendwo einen Trank kriege. Was? Ganze Feuer. Hallo? Kann ich... Gewinne ich da was? Oh, schade. Okay, man gewinnt denn nichts. Naja, Leute. Ich würde eigentlich fast sagen, das wäre es für heute gewesen. Ich bedanke mich fürs dabei sein und ich hoffe beim nächsten Mal... Ja, keine Ahnung. Wir werden nächstes Mal auf jeden Fall auf die nächste Route gehen. Haben wir ja schon mal hier ein bisschen Tutorial gemacht und, ja, Leute, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwarz in der... In keiner anderen Challenge, ich spiele ja keine. Ich bin da immer noch Blattgrün gewohnt, tut mir leid. Naja, Leute, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.